Ja, 25. November ist der Orange Day weltweit, der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und der Landkreis Waldeck-Frankenberg macht wieder eine tolle Aktion hier mit Beate Friedrich vom Frauenbüro und Monika Lachner vom Runden Tisch. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Frau Friedrich, neue Aktion, wieder auf das Problem aufmerksam machen, diesmal in den Bussen der verschiedenen Unternehmen hier im Kreis. Warum muss man eigentlich jedes Jahr wieder darauf aufmerksam machen? Ja, weil es immer noch häusliche Gewalt gibt und es natürlich immer noch Menschen gibt, die auch nicht wissen, dass es Hilfsangebote gibt. Also dass es die Möglichkeit von Hilfsangeboten gibt und wir als Runder Tisch und ich auch als Frauenbeauftragte uns das zur Aufgabe gemacht haben, dieses Thema aus der Tabuzone rauszuholen und auch in die Öffentlichkeit zu bringen, was sich auch in den letzten Jahren schon gezeigt hat. Also ganz viele Aktionen laufen ja mittlerweile um den 25. November. Wir haben also schon vor 12, 13 Jahren mit unseren Aktionen angefangen. Mittlerweile heißt der internationale Tag gegen häusliche Gewalt Orange Day, wird auch von verschiedenen Institutionen aufgenommen und ich denke, das ist einfach ein Erfolg in Anführungsstrichen, dass sich so viele Institutionen, öffentliche Einrichtungen einfach auch für dieses Thema stark machen und auch dafür kämpfen. Jetzt hatten Sie vorhin in der Pressekonferenz kurz die Zahlen genannt hier bei uns im Kreis, leicht rückläufig, aber 63 Fälle sind eigentlich immer noch zu viel. 163. Ja, das 15 sind, Fälle weniger wie im 2019. Das sind 163 Fälle zu viel. Mhm. Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, aus der Isolation heraus durch Corona sich bemerkbar zu machen. Wie sind die Angebote hier im Kreis? Also wir haben ein großes Angebot. Wie gesagt, wir haben den Runden Tisch zum Thema häusliche Gewalt. Vom Runden Tisch haben wir ein Interventionsmodell auch rausgebracht, wo alle Institutionen, und das sind mittlerweile, Monika, 36 Institutionen, die sich daran beteiligen. Wir geben sozusagen den Institutionen auch ein Gesicht. Dann haben wir eine Initiative, die ist die medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung ohne polizeiliche Anzeige am Kreiskrankenhaus in Frankenberg. Wir haben die Initiative Trau dich, hau nicht. Das ist eine, ein Angebot für Männer, die Gewalt ausgeübt haben, ein Therapieangebot, das in Korbach angeboten wird durch den Verein Kiste. Wir haben Broschüren, wir haben Notfallkarten, also wir haben auch diese Dinge in verschiedenen Sprachen. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und genau, wir machen jedes Jahr Aktionen, Informationstage, Fachtage für die Beteiligten am Runden Tisch. Da geht es von Trauma und Justiz bis Pflege im Alter, also ein ganz großes Angebot. One Billion Horizon ist auch eine der Aktionen, die traditionell eigentlich eher im Februar stattfindet, Corona-bedingt nicht stattgefunden haben die letzte Zeit. Aber das fällt in dasselbe Thema. Ja. Mädchen und Frauen steht auf. Und zwar weltweit. Weltweit. Und das ist, weil es ist ja immer mehr das Bewusstsein, dass eben nicht Gewalt erst anfängt, wenn jemand geschlagen wird, sondern ganze psychische Beeinträchtigungen oder Verbote von aus dem Haus gehen, Kontakte zu geben. Das ist weltweit ein Problem und da muss weiter dran gearbeitet werden, dass die Menschen sich trauen, diese Hilfsangebote davon wissen sich und sich trauen, diese in Anspruch zu nehmen, ohne dafür wieder erneut Gewalt zu erfahren. Das ist das Problem. Ist sehr viel mit Scham und Angst verbunden und darum ist diese Aktion mit den Bussen einfach ganz toll, wenn jetzt eine Frau jeden Tag mit diesem Bus fährt und sieht, vielleicht kriegt sie dann eher den Mut, die Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen und zu telefonieren und mal einen Termin zu machen. Vielen Dank. Sehr gerne.